Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships. Und heute habe ich mir ein Replay rausgesucht, wieder von einem ganz, ganz besonders geilen Schiff. Und zwar dem Tier 10 Schlachtschiff Montana. Ja, Montana, glaube ich, braucht man nicht darüber reden. Dieses Schiff kann richtig, richtig austeilen und ist einfach nur ein Pärchen. Jetzt schauen wir mal, was er hier so zeigen kann. So, das sind schon die ersten Gegner. Und da sind schon die ersten Granaten auf dem Weg Richtung Chapayev. Und ich habe erst gedacht, das wird nichts, aber dann macht er doch 17.550 Damage mit einer Zitadelle. Weil einfach die letzten Granaten, die da runterkommen, mal so schön treffen. Und da braucht er einfach auch nur 3 Hits. Und das reicht. Chapayev ist irgendwie gefühlt schon durch. Jetzt macht er hier gleich nochmal einen Landgang. Und jetzt wird es natürlich einfach. Jetzt muss er nur irgendwas sitzen und dann reicht es auch schon. Er hat extra ein bisschen hinterhalb gezielt. Und da macht er das First Blood. Auch nochmal ein schöner Treffer. Und mit 2 Salven macht er halt einfach mit der Montana 30.000 Damage. Also schon ein geiles Gerät. Jetzt schauen wir mal, was da noch so passiert. Da sind schon jetzt dickere Dinger. Zweimal Kurfürst. Ja, die Salve war jetzt vom Damage her nicht mehr so krass. Klar, Kurfürst viel besser gepanzert und auch vom Winkel viel schlechter als die Chapayev gerade eben. So, aber jetzt hier vielleicht über die Insel drüber zirkeln und dann auf die Kurfürst. Das könnte richtig, richtig reinhauen, weil die fahren jetzt gerade sehr schön seitlich. Da hat sie ein bisschen Glück, dass sie doch nur mit 4400 Damage davonkommt. Und da die nächsten Granaten jetzt unterwegs. Aber auch hier. Ah, doch, der war noch gar nicht schlecht. 10.000. Für den Winkel kann man das auf jeden Fall lassen. Aber mit der Izumo hat er jetzt hier ein sehr breitseitig fahrendes Schlachtschiff. Und das soll jetzt wohl den nächsten Granaten mal fressen. Aber er hat hier die Insel einfach keine so wirklich tolle Position. So, vielleicht überdreht die Kurfürst da so ein bisschen. Das wäre seine Gelegenheit. Macht sie aber nicht. Deswegen kann er sich jetzt nicht wirklich aussuchen. Muss trotzdem hier drauf ballern. Aber auch da doch ordentliche 11.000 Schaden. Die muss man halt erstmal anbringen in dem Winkel. Macht aber ohne große Probleme. Sehr schön. So, die Kurfürst bekommt hier mal richtig, richtig zugesetzt. Denn hier fliegen auch die HE-Granaten und es brennt lichterloh. Ja, es war ein bisschen zu weit hinten. Deswegen da jetzt in Anführungszeichen nur 6.000 Damage, wobei das immer noch ordentlich ist. Jetzt wird hier ein bisschen gekuschelt mit der Chapayev. Ihr müsst mir nachsehen, leider ist irgendwie meine Nase zu. Das ist so gerade diese Pollenzeit. Also nicht, dass ihr euch wundert. Kann leider nichts wirklich dafür. So, Kurfürst ist jetzt hinterhalb der Insel.
heilt sich da jetzt auch gerade hoch, also will wieder so ein bisschen ins Spiel zurückfinden. Er kann da jetzt auch erstmal nicht drauf ballern und ihr seht es ja auf der Minimap, dass hier hinterhalb so richtig, richtig Spaß ist mit Kurfürst, Kurfürst, Izumo, North Carolina ist da gerade ja zugegangen. Also da ist einiges am Start. So, die North Carolina, die geht gleich auf. Da ist sie auch schon. Man sieht auch ganz gut, wie die Türme von der North Carolina gerade gedreht haben, um hier auf ihn zu schießen. Aber da, die Salve war jetzt nicht so schmackig. So, vielleicht die Salve jetzt, ja? Aber auch nur 6000. Sein Team liegt gehörig zurück. Gegner hat noch 5 Schlachtschiffe am Start. Sein Team auch noch 5 Schiffe. Aber ihr seht, die Tickets, 400 Tickets fast, was der Gegner mehr hat, liegt halt auch darum, dass die ganze Zeit B und C kontrollieren. A ist der einzige Punkt, der ihm gehört. Aber jetzt hier könnte mal was Richtiges passieren. Auf die Kurfürst. Die kommt da schön daher. 13, 20, 22.000 Damage hat allein die Salve gebracht, ohne eine Zitadelle zu benötigen. Schöner Treffer. Und jetzt ist er erstmal alleine. Ihr seht, sein Team ist ganz gesondert hier drüben. Und er ist der Einzige, der jetzt sich hier diesen 4 Schiffen stellt. Und dementsprechend ist er auch der Einzige, der beschossen wird. Aber jetzt hat er hier mit der Kurfürst auch dann ein schönes Ziel. Die kriegt den Brat jetzt zu spät mit, dass er auf sie gezielt worden ist. Und oh mein Gott, sie kommt da mit so wenig noch davon. Das war sehr glücklich. Lediglich 1400 Hitpoints hat sie da noch. Aber er muss nochmal eine Salve dafür nutzen. Und jetzt muss seine Panzerung alles abhalten, was der Gegner hier aufzuwarten hat. Jetzt wird geheilt. So, jetzt hat er erstmal die nächste Kurfürst weg. So, jetzt will er da die Izumo nehmen von vorne. Er kann halt auch jetzt wirklich nicht seine Türme gerade wahnsinnig gut ins Spiel bringen, denn wenn er jetzt zu stark reindreht, hat er natürlich ein Problem, dass er natürlich zu viel Fläche bietet zum Beschießen. Und ihr seht, langsam aber sicher werden seine Hitpoints immer weniger. Jetzt vielleicht nochmal eine letzte schöne Salve auf die breit fahrende Kurfürst. Ah, nur, also 10.000 ist ein schöner Wumms, aber ist halt nicht genug. Und wir sehen, er hat auch nur noch 14.000, aber jetzt hat er es mal hinterhalb der Insel geschafft. Dementsprechend hat er jetzt ein wenig Ruhe. 30 Sekunden, dann kann er sich das nächste Mal heilen. Wird wirklich sehr, sehr wichtig. Problem gelöst. Katapultjäger in der Luft. So, jetzt mal den, komm. Hause weg, die Kurfürst. Die kommen gut. Oh, schön. 22.000 Damage. Der war ordentlich. Noch 2 Sekunden, 1 Sekunde, dann kann er sich wieder heilen. Jetzt ist es ready. Und er macht sofort natürlich. Und was macht die zweite Salve?
Nochmal 8, also wieder 15.000. Also Damage haut er jetzt gut raus. Aber trotzdem bleibt er hier im Dauerfeuer der Kurfürst und natürlich auch der Sekundären. So, aber jetzt ist die Kurfürst weiterhin sehr schön breitseitig. Das ist seine Chance, vielleicht sich hier den nächsten Gegner zu entledigen. Erste Salve war noch nicht so. Und mit der zweiten auch 13.000 wieder sehr gut. Aber sie heilt sich da auch gerade wieder hoch. Sein Team hat es hier genutzt, um sich aber einen weiteren Punkt zu holen. Trotzdem der Gegner mit 744 Tickets hier führen. Beide Seiten noch 4 Schiffe jetzt am Start. So, und jetzt hat die Kurve scheinbar genug. Denkt sich, ach, der Winkel ist mir zu doof. Jetzt gehe ich auf was anderes. Und das ist seine Möglichkeit, jetzt hier drauf weiter Damage zu machen. So, in 25 Sekunden kann er sich auch wieder heilen. Da hat er es bisher jetzt wirklich gut ausgehalten. So. Da hat er ein bisschen zu weit hinterhalb gezielt. Sonst hätte er sich hier den Kill sichern können. Er hat noch 7.000. Jetzt ist die Heilung ready. Komm, Junge. Ja, und er schmeißt ihn natürlich sofort an. So, auch da jetzt wieder schöne Treffer auf die Izumo. Also, er haut hier ab, aber macht dabei weiterhin tollen Schaden. Der Gegner hat ihn hier einfach so gar nicht im Griff. Bekommt hier keinen Zugriff auf ihn. So, jetzt hat die Iowa mittlerweile die Baltimore weggeholt und es bleibt 3 gegen 3. Aber sie holen langsam aber sicher so ein bisschen auf. Und natürlich jedes Mal, wenn so ein Schlachtschiff weggeholt wird, dann ist es einiges an Tickets, was es dann da gibt. So, jetzt hier auf die North Carolina. Die hat nicht mehr so viel. Mal schauen, wie viel Damage er da anbringen kann. Scheinbar gar nichts, keinen einzigen Treffer auf die North Carolina. Aber, oh ja, sehr gut. Auf die Izumo, da gibt es eine Zitadelle. So soll es sein. Und was macht da die nächste Salve? Nochmal 8.000 und, ja, nochmal 10.000 dann etwa. Und er kann die nächste Heilung anschmeißen, also sie kommt immer perfekt, wenn er sie gerade braucht. Prallt hier nochmal ein paar Hals ab. Jetzt will er auf die North Carolina da in 22 Kilometer Distanz gehen. Ist schon ein bisschen Holz, aber er erhofft sich da einfach den besseren Treffer darauf. So, mittlerweile, da geht jetzt nur noch mit 2 Schlachtschiffen am Start. Und sein Team hat ja auch noch eine Yamato. Darf man nicht ganz vergessen. Das war nur ein Low Roll, nur 2000 Damage. So, mal schauen, was er jetzt auf die Izumo da packt. 6000, sehr schön. Also er knabbert langsam aber sicher dem Gegner da die HP ab. Schon 271.000 Schaden. So, jetzt hat er erstmal auch scheinbar Ruhe. Eine Heilung hat er gleich wieder ready. Noch 3 Sekunden muss er irgendwie aushalten. Aber wir sehen auch, dass der Gegner jetzt ihn einfach nicht mehr als lohnenswertes Ziel achtet. Denken sich wahrscheinlich, ach, 4000 live, das macht schon irgendjemand. Ist mir eigentlich egal.
So, jetzt ist er hier am Kartenrand angekommen. Irgendwann ist halt mal Schicht im Schacht. So, jetzt hat auf jeden Fall die Yamato mal das Problem. Aber ihr seht es, von den Tickets jetzt nur noch 100. Zwischenzeitlich hat das mal so desaströs ausgesehen, aber jetzt nur noch 100 Unterschied. Unser Sieg ist in Sicht. So, mit der Heilung kommt jetzt auch wieder dann auf gut 17, 18k Health Points. Also da ist er auch wieder back in the game. Sogar über 20.000. Sehr fein. So, jetzt haben sie auch alle drei Cap Points für sich. Also das war es jetzt erstmal für den Gegner. Izumo da richtig low unterwegs. Klar, hat jetzt die Yamato geholt. Aber die Yamato hat da scheinbar noch durch den Brand auf die Izumo den Kill darstellen können. Und jetzt sind es zwei gegen einen, die Gearing und er gegen die North Carolina. Das ist definitiv machbar. So, und natürlich muss gedecapped werden, aber das macht die Gearing da ohne größere Probleme. Und jetzt hat sich da das Momentum auf jeden Fall spätestens jetzt gedreht. Wobei der Momentum-Change in dieser Runde schon deutlich früher gekommen ist. Aber man muss sagen, es ging so wirklich damit einher, als da diese 4-5 Schlachtschiffe es nicht geschafft haben, hier ihn in der Montana irgendwie großartig gefährlich zu werden. Er konnte da wirklich gut weiterhin Damage machen und trotzdem nicht versenkt werden. Das war sehr, sehr wichtig. So, jetzt schauen wir mal. Das macht er nämlich hier gleich die North Carolina wieder auf. Da ist er auch schon. So, jetzt kann er nicht ganz einlenken. Weil er sonst in die Insel fahren würde. 5000er. Und nochmal da die nächste Salve. Und jetzt ist genau das passiert. Er hält hier auf die Insel drauf. Nochmal 6000. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat meine Nase nicht allzu stark gestört. Ich sage bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.